Schätzle, was hat schon heute Abend hier in Wiesloch im PZN zugetragen? Über was können Sie denn schon uns was erzählen? Am frühen Mittwochabend, so gegen 18.20 Uhr, brach ein 31-jähriger Mann hier aus der forensischen Klinik im PZN in Wiesloch aus. Die Hintergründe des Ausbruchs sind derzeit noch nicht bekannt. Derzeit fahren wir mit allen verfügbaren Kräften nach dem Mann. Er soll nach Zeugenaussagen Richtung Nussloch geflüchtet sein. Der Mann ist 1,80 Meter groß, hat ungefähr 70 Kilo, ist gänzlich dunkel gekleidet. Nach diesem Mann fahren wir derzeit auch mit einem Polizeihubschrauber und einem Mantrailer-Suchhund. Der Mann war seit Anfang Juni wegen eines schweren Raubes hier vom Amtsgericht Mannheim untergebracht und sollte hier in Therapie gehen. Wie kam es zu dem Ausbruch? Wie konnte der Mann flüchten? Ist da schon was darüber bekannt? Nein, derzeit sind wir noch dabei, gemeinsam mit dem PZN in Wiesloch die Ausbruchsursache mehr oder weniger zu ergründen. Derzeit steht noch nicht fest, wie es dem Mann gelungen war, nach außen zu flüchten. Gibt es eine genauere Beschreibung der Person, nach was Sie suchen? Der Mann wirkt zumindest äußerlich als Araber. Ist Deutscher, hat allerdings einen Migrationshintergrund. Es ist so, dass er mein dunkel gekleidet war, hat auch dunkle Haare, dunkelbraune Haare. Mehr ist momentan zu der Person noch nicht bekannt. Wie gefährlich ist der Mann eben auch? Wie sollen sich Bürger verhalten, wenn sie den Mann eventuell sehen? Der Mann ist nach Einschätzung der Forensik als gefährlich eingestuft. Allerdings muss man da momentan unterscheiden, gefährlich gegen sich selbst, auch gegen andere Personen nicht, sondern gefährlich wegen seines Delikts, weswegen er auch hier untergebracht ist. Wie ist es, ob er bewaffnet ist eventuell? Nachdem der Mann hier geflüchtet war, gehen wir davon aus, dass er nicht bewaffnet ist. Macht natürlich auch keinen Sinn, im PZN eine Waffe an sich zu halten, aber wir haben keine Informationen dazu, inwiefern der Status jetzt sich geändert hat. Wie weit geht die Suchmaßnahme hier jetzt noch weiter in der Nacht? Wird man auch die Nacht durchsuchen auch? Wir werden sehen, was hier möglich ist. Natürlich sind Einsatzmaßnahmen eines Polizeihubschraubers begrenzt. Inwiefern wir heute Nacht noch mit Wärmebezugkameras da agieren, sei dahingestellt. Natürlich ist auch die Einsatzzeit eines Mantrailer-Suchhundes begrenzt. Wir müssen da auch dementsprechend dann auch gewisse Pausen einlegen. Aber soweit möglich werden wir relativ lange hier in Wiesloch und Umgebung suchen. Und sollte dies nicht von Erfolg gekrönt sein, werden wir natürlich die Suche im Laufe des Donnerstags fortsetzen. Wenn jemand den Mann erkennt, wie hat er sich zu verhalten? Was soll er tun? Was soll er anrufen? Am besten ist es so, dass man natürlich sich nach Hause begibt, aber so schnell wie möglich. Wenn natürlich mit einem Mobiltelefon irgendwie die Leute dabei hätten, wäre es gut, wenn sie dann den Polizeinotruf 110 wählen würden. Mir wird's reichen.